والحب ليس نتيجة التفكير. لا 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 لا. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der 29. Woche am 17.07.2017. Heute ist der Tag, an dem ich meine erste Folge ausstrahle, wobei ich die Mondtendenzen vorlese und mitteile und ein bisschen noch was dazu erzähle. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn euch irgendwas einfällt, was man vielleicht besser machen kann oder was ich vergessen habe, ich liebe konstruktive Kritik. Denn nur so kann ich mich verbessern. Und ihr kriegt dann halt mehr Input. So, also, das Buch, aus dem ich vorlese, könnt ihr euch natürlich selber besorgen. Ich liebe nämlich Transparenz. Das ist keine Hexerei. Das ist hier Mondkalender 2017. Es ist kurz und knapp und recht anschaulich und ich finde es echt tolle Tipps. Also, heute haben wir den Mond im Widder von 0 Uhr bis 7.05 Uhr. Ab 7.05 Uhr ist der Mond im Stier. Der gute Ratschlag für heute, was mich auch bewogen hat, die erste Folge auszustrahlen, ist der folgende. Machen Sie nicht Ihre guten Chancen zunichte, indem Sie sich wesentlich weniger zutrauen, als Sie wirklich können. Nur gut vorbereitet zu sein, ist erfahrungsgemäß zu wenig. Sie müssen schon auch richtig an sich glauben. Das ist doch gerade der Satz gewesen, wo ich gedacht habe, weißt du was, ich ziehe das jetzt gerade mal durch. Egal, was dabei so kommt. So, denn die allgemeine Tendenz heute, und die ist sehr stark, ist nur Mut. Was du heute in Angriff nimmst, hat eine unglaublich gutes Potenzial, dass es auch so abläuft, wie du es dir gerne wünschst. Deswegen heute nur Mut, go for it, zieh es durch, mach es, trau dich. Das kommt gut, das kommt gut. Das kommt gut, nur Mut, zieh es durch. So, was die Gesundheit anbetrifft, Appetit auf Kartoffeln, Spinat, Brokkoli oder Tomaten. Vor allem im Sommer ist Gemüse die beste Wahl, um nahrhaft und doch leicht genug zu essen. Das ist mal ein guter Rat, daran sollte ich mich auch mehr halten. Was die Liebe anbetrifft, ist folgender Rat. Sie sind verliebt, haben es den Betroffenen aber noch nicht gezeigt oder gesagt. Dieser Stiertag ist ein guter Termin, um es endlich zu wagen. Ja, liebe Leute, vor allem liebe Männer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte sehr viel davon. Also ein Mann wirkt sehr, sehr selbstbewusst und stark und unerschrocken, wenn er seiner Herzallerliebsten mitteilt, dass er sie ganz toll findet. Also, ne? Also das finden Frauen unwiderstehlich. Und durch Jungs, wenn euch eine gefällt, geht zu ihr und sagt es ihr. Nicht plump, sagt es ihr einfach aus dem Herzen. Macht euch in dem Moment einfach verletzbar. Das ist genau das, was zählt. Nur Mut, Leute, Männer. Nur Mut, liebe Männer. Macht es. Was die Hobbygärtner und die mit den grünen Daumen anbetrifft, beziehungsweise die, die es gerne haben wollen, wie ich, ja, bin gerade dabei. Ernten Sie jetzt alles Obst und Gemüse, das schon reif sein müsste, wie zum Beispiel Äpfel, Sauerkirschen, Strauchbeeren, Pflücksalat, Möhren oder Kohlrabi. Genau. Was den Haushalt anbetrifft, bei großer Julihitze wäre es gut, Ihren Blumen im Haus und auf dem Balkon auch an den Erdtag frisches Wasser zu geben. Was die Arbeit anbetrifft, keine Furcht vor einem Bewerbungsgespräch heute. Die Mondphase ist günstig und der Mondstand trägt zu genug Realitätsbewusstsein bei. Sport? Vielleicht haben Sie abends die Gelegenheit, spontan einen kleinen Ausflug ins Grüne zu machen.
Sie könnten sich dabei wunderbar erholen. Das ist doch mal schöne Voraussetzungen, schöne Vorgaben für den heutigen Tag. Es ist wunderbares Datum. Ich habe dieses Datum ist fantastisch. Ich liebe es. Jetzt haben wir noch einen wunderbaren Satz, den ich euch auch mitteilen will zum Abschied. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und der Satz kommt von Konfuzius. Konfuzius, genau. Also meine Lieben, auf den ersten Schritt kommt es an, macht ihn aber richtig, macht ihn mit Bedacht und macht ihn mit Lockerheit und mit einem wunderbaren strahlenden Lächeln auf dem Gesicht. Dann kommt alles gut. Also, dann sehen wir uns morgen. Ich wünsche euch was. Schönen Abend, einen schönen Tag, viel Erfolg, viel Mut und viele tolle, wunderbare Erlebnisse wünsche ich euch. Ciao, ciao!